Hallo Freunde der gleichgeschalteten Gelbsucht, hier ist wieder euer Homo Sapiens Sapiens Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr bei mir in meinem kleinen, kunterbunten im wahrsten Sinne des Wortes Springfield und meinem Pride und whatsoever und ich habe den Fehler gemacht, den ich nicht machen wollte. Ich bin wrong. Fuck! Ich hoffe, dass die Punkte, die ich jetzt über die benötigten Punkte drüber gekommen bin, dass die mir für die nächste Runde gut geschrieben werden. Ansonsten muss ich gleich auf den Tisch kotzen. Ich habe eben extra so viele Ballons noch abgetippt, dass ich noch genau einen Ballon hätte antippen müssen, um einen von diesen Pride-Punkten zu bekommen. Damit ich das, naja, das, was jetzt anläuft, den nächsten Preis auch und den nächsten Dialog, damit ich das anstoßen kann und wollte mir dann die 150 Pride-Punkte, die ich ja hier über Moos Bar jetzt bekommen habe, eigentlich aufheben für den nächsten Preis, den letzten dann schon. Da unten schwebt der scheiß Ballon. Diesen einen fucking Ballon hätte ich schon noch antippen müssen. Ich hoffe echt, ich kriege die Punkte gut geschrieben, sonst muss ich leider durchdrehen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was die letzten drei Tage passiert. Das ist nicht viel. Ist ja kein wirkliches Event, ist ja nur so ein kleines Update. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, Mopeds! Dad, du solltest dir auch eins holen! Die sind viel umweltfreundlicher als Autos! Bedingt. Ich wollte schon immer herumfahren und den Wind in meinen Haaren spüren. In den Zweien. Sie wissen aber, dass ein Moped keinen extra großen Becherhalter hat. Oh, na dann vergessen Sie es. Na toll, so einfach ist Homie Baby schon wieder abgebracht. Von der Idee. Platzieren natürlich, ich weiß nur nicht genau, was es ist und wo ich es hinsetzen sollte. Eigentlich hier oben zu Mo, aber da ist kein Platz. Wer hätte es gedacht? Ich habe keinen Platz. Nee, eigentlich muss ich Platz haben, aber halt weiter unten. Es gab ja neue Geländefelder. Habe ja schon alles eins nach unten gerückt. Und von daher habe ich da Platz. Stolz und Vorurteile 3. Komm schon, Homer, feiere mit! Aber Marge sagt, dass ich nicht auf die Damentoilette kann. Keine Sorge, ich habe eine Lösung gefunden. Hä, ich habe Charakter gekriegt? Wo ist denn mein Charakter? Wo ist denn der Charakter? Die Toilettensymbole austauschen? Mo, sag mal. So was macht man aber nicht. Die 12 Höhle. So, ach ja. Kaboom! Ich bin schwul und noch viel mehr als das. Grady, Springfield Pride, sammle sie alle. Catch 'em all. Und Cookie, hast du schon einen neuen Mitbewohner für mich gefunden? Was denkst du? Natürlich. Ich habe drei Kandidaten. Bevor du fragst, ja, es sind alles Männer und nein, ich weiß nicht, ob sie schwul sind. Worauf warten wir noch? Schick den ersten Bewerber rüber und ich entscheide, ob er den Schlüssel zu meiner Wohnung erhält und zu meinem Herzen. Entschuldigung, ich kann das nicht gut, aber irgendwie muss ich das, transportieren, nennt man das. Ach du Scheiße. Also, erzähl mir etwas von dir. Nun, ich habe Augen wie ein Adler und kann mehrere Tage ohne Schlaf durchmalochen. Mit Willy an deiner Seite bist du so sicher wie ein Mops im Haferstroh. Das klingt fabelhaft. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, was das bedeuten soll. Heißt das, ich hab den Job? Hä? Job? Hä? Was ist jetzt los? Die Mitbewohner, Prüfung Teil 1. Da ist wohl etwas durcheinander geraten. Willy wollte sich eigentlich um einen Job im Gebäudesicherheitsdienst bewerben. Ach, Menno! Und ich hatte mich schon so darauf gefreut, mit einem waschechten Schotten zusammenzuwohnen. Oh. Hier, der nächste Bewerber, der kommt heute Nachmittag vorbei. Skinner! Skinner, ernsthaft? Okay. Dann
Viel Spaß mit Skinner. Seymour. Seymour Skinner, was? Und du arbeitest an der Schule? Kann ich dich Mr. Skinner nennen? Eigentlich heißt es Rektor Skinner. Komm mal runter, Seymour. Das beeindruckt doch niemanden mehr. Oh, diese Dame ist wohl deine Mutter. Wie nett von ihr mitzukommen. Von diesem Gentleman könntest du dir ruhig mal eine Scheibe abschneiden. Ich wette, der hat keine Probleme, eine Frau zu finden. Ich glaube schon. Tut mir leid. Der Letzte kann auch nicht. Seine Mutter hat angerufen und ist verboten. Und ich dachte wirklich, das könnte klappen. Tja, da guckt die Cookie ganz schön in die Röhre, was? Das ist nicht lustig. Lass Grady den alten Kapitän ausfragen. Den alten Kapitän? Ernsthaft? Was ein Glück ist der arme alte Mann. Beschäftigt. Du Scheiße. Und da sind wir auch schon wieder und steigen direkt ein mit einem kleinen Dialog, den unser Freund Mo hier anstößt. Jetzt ist alles wieder wie früher, nur besser. Du hast Gradys animierten Job Mopedfahren freigeschaltet. Ja, das war der Job, oder das war der Preis, den ich freischalten wollte mit dem einen Ballon. Mo, du bist ein Genie. Steht hier auch auf dieser Karte, die ich auf dem Jahrmarkt erhalten habe. Okay. Aber ist es nicht nur eine Frage der Zeit, bis die neue Männertoilette genauso eklig ist wie die alte? Das ist ein Problem für einen zukünftigen Homer. Ja, hol doch deinen scheiß Toaster wieder raus, Homie Baby. Was hältst du davon? Ah, leck mich am Arsch, ehrlich. Ich habe 149 Sprite-Abzeichen eben gerade einfach so versenkt. Ah, das ärgert mich jetzt. Lass Homer durch die Herrentür gehen. Hä? Ja, Homie, geh durch die Herrentür. Oder durch welche Tür willst du denn sonst wohl gehen, hä, mein Freund? Fuck, ehrlich, nicht nachgedacht. 149 Bright-Abzeichen, Punkte, was auch immer. Einfach einmal quer durch den Anus gezogen. Und hinten wieder raus oder oben wieder raus. So eine Kacke! Scheiße! Homer tolerieren! Na gut, ich hab verloren! Oh! Stört mich nicht. Etwas in einen Gentleman's, in einem Gentleman's Club trinken. Mm. Oh, ich hab einen Gentleman's Club hier. Lachst du so blöd? Hast du die Wahl gewonnen oder was? Hello. Party, Baby. Ich würde nicht so sprechen während dieses Updates. Du könntest sonst Besuch von Leuten bekommen, die du vielleicht gar nicht haben möchtest. Also, Vorsicht hier. Scheiße. Ich hasse euch Ballons. Ich hasse dieses Event, dieses Update. Ich kann es jetzt schon nicht mehr leiden. Nee, ich konnte es ja vorher schon, das hat mich vorher schon so ein bisschen geärgert. Weil gab es ja auch schon, ist ja auch nur wieder so ein Neuaufguss. Ist natürlich toll für die Leute, die das letzte nicht haben mitnehmen können oder mitbekommen haben oder keine Zeit hatten oder noch nicht gespielt haben oder was auch immer. Aber mich ärgert es schon so ein bisschen. So langsam aber sicher gehen ihnen so ein bisschen die Ideen aus. Den Damen und Herren von EA. Ey, ey, ey. Das habe ich nicht. Ich habe. Nein. Alles gut. Ich habe nichts gemacht. Das sind scheiß Ballons. Das ärgert mich jetzt echt. Ich habe es voll angeklickt. Und genau in dem Moment, in dem ich geklickt habe, habe ich mir gedacht, leck mich am Arm. Aber da war es natürlich dann schon zu spät. Dafür müsst ihr jetzt zugucken. Ihr müsst natürlich nicht, ihr könnt natürlich irgendwo hinspulen, hinspringen. Ihr könnt, keine Ahnung, ihr könnt auch ausschalten. Aber das macht ihr bitte nicht. Ich habe keine Schaufel mehr. Ja, heute wohl nicht mehr, Lisa. Aber ansonsten... ja, die Folge an sich ist dann jetzt natürlich recht kurz.
Das war's ja dann schließlich schon wieder gewesen, quasi. Ich kann jetzt hier noch höchstens mal hier. Ich kann noch 3 Donuts abholen. Noch so einen Scheißballon antippen. Auf das er platzt. Ich baue mir ein Häuslein fein. Dort lade ich meine Freunde. Ups. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's dann schon wieder von mir. Für diese Runde. Wenn es euch dann gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare oder abonniert den Kanal, falls ihr das nicht ohnehin schon längst getan habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.